Heute zeige ich euch, wie ich ein Bündchen stricke. Eins rechts, ein links. Muster, Bündchen, auch genannt. Ich habe insgesamt 20 Maschen angeschlagen, 10 Maschen insgesamt pro Nadel. Und wie gesagt, locker den ersten und den zweiten Masche stricken, dass es schön dehnbar ist. So stricke ich halt gerne meine Bündchen, also meine Socken oder halt anders. Wir fangen an. Stechen durch die Nadel, nehmen den Faden und drüber. Die linke Masche auf die Nadel legen, die Nadel durchstechen, den Faden drüber packen, drunter ziehen und von der Nadel leiten lassen. Wieder eine rechte. Durchstechen durch die Masche. Nimm den Faden, zieh den durch und zieh den von der Nadel. Linke Masche wieder auf die Nadel packen, die Nadel durch die Masche stechen, da wollte ich gerade die Kamera nicht, Stativ sauber gemacht, ich glaube es ist jetzt besser. Die Nadel drauf behalten. Durchziehen und von der Nadel gleiten lassen. Rechts wieder durch die Masche. Den Faden nehmen, durchziehen und von der Nadel gleiten lassen. Die linke Masche, den Faden wieder auf die Nadel. Durchstechen, den Faden wieder wechseln auf der anderen Seite und drunter ziehen und gleiten lassen. Wieder runter, Faden nehmen, durchziehen. Ihr seht die rechten Maschen, dass es schön eine glatte Seite zeigt. Die linke Masche hat so ein Hückelchen, das erkennt man auch daran, dass so ein kleiner Knöppelchen oder ähnliches aussieht. Ja. Und das macht ihr jetzt so lange, wie ihr halt Lust und Laune habt. Wie lang das Bündchen sein sollte, könnt ihr ja zählen, die Maschen, also runden, oder ihr messt es. Und wir sehen uns gleich wieder.
So, ich zeige euch jetzt in Schnellformat, wie ich das jetzt stricken tue. Ihr langsam. Ich habe schnell gestrickt. Zeige ich euch dann gleich nochmal, wie es genauer aussieht. Eine rechte und linke Masche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch. Können Kommentare schreiben, was ich zeigen kann oder ähnliches. Also hier nochmal zur Wiederholung. Da, wo mein Daumen ist, ist da die rechte Masche und daneben ist eine linke. Da sind Knöppelchen dran. Ja, und tschüss und bis zum nächsten Mal.